In China Absturz einer 737 Boeing. British Airways hat einen Avios-Sale, der bald endet. Und nachdem der Business Class Deal so einen Anklang gefunden hat, habe ich für euch noch einen First Class Deal ausgegraben. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, weil ihr sagt, ich will mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status haben, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und zu kommentieren und ein Like dazulassen. Die heutige Sendung fängt mit einem traurigen Artikel an oder einem traurigen Thema an, und zwar China Eastern hat wohl eine Boeing 737 verloren in den Gebirgen auf dem Weg nach Gangsu. An Bord befanden sich laut ersten Meldungen 132 Menschen. Es sind auch schon Amateurvideos aufgetaucht, die Trümmerteile zeigen. Ja, der Flug war MU5735, ist am heutigen Montag gestartet, pünktlich in Cumming oder Kumming. Das Ziel war Gangsu, es war keine Max, damit, wenn ihr im Kommentar mit irgendwas mit Max anfangt, ich lösche das einfach. Es ist eine 737-800 von China Eastern, die relativ geraden Kurs auf die Hafenstadt genommen hat. Gangsu liegt nördlich von Hongkong, falls ihr das nicht wisst. Und dort ist das Flugzeug leider nicht angekommen. In der Nähe der Stadt Wuzhou, Entschuldigung, ist es dann in auseinandergebrochen und in Berggebirge reingeflogen. Das Kennzeichen war 1791. Wenn man so auf solchen Dingen wie Flightradar oder so schaut, sieht man, dass es einen rapiden, plötzlichen Höhenverlust gab und die 123 Gäste und 9 Besatzungsmitglieder sind wahrscheinlich tot. Was genau passiert ist, weiß man nicht, aber wie immer in solchen Fällen einfach nicht spekulieren. Ich denke, wir sollten die Zivilluftfahrtbehörde CAAC zusammen mit dem Hersteller Boeing, vielleicht ist auch die FAA beteiligt in irgendeiner Form, das Ganze erstmal sich anschauen lassen. Rettungskräfte sind auf jeden Fall auf dem Weg, aber da es halt wirklich fernab von jeglicher Zivilisation ist, und das sieht man ja auf den Videoaufnahmen, ich werde jetzt keine einspielen, gibt auf Twitter und so weiter genug, ist es halt relativ schwierig, dahin zu kommen. Und man sieht auch Trümmerteile am Boden. Und es gibt ein Video, wo man aus der Ferne sieht, wie Rauch aufsteigt. Das Flugzeug selber mit der Seriennummer 41474 gebaut, war nur 7 Jahre alt, also knapp 7 Jahre, ist von der China Eastern betrieben worden und ist ein Leasingflugzeug von Air Masa. Die Maschine wurde als Erstbetreiberin von der China Eastern benutzt und China Eastern hat auf der Webseite die Webseite auf Grautöne umgestellt. Das ist ein Ritual, was man macht im Falle von Abstürzen mit Toten. Meine Wünsche gehen zu der Familie, dass da viel Kraft ist und so weiter. Es ist immer nicht schön. Also insofern lasst uns jetzt mit anderen Themen weitermachen, auch wenn es schwierig ist. Die Hilton Honors Freunde haben Nachrichten bekommen, die relativ schlecht sind. Im Kontrast dazu haben die Hotels die Obergrenze von 95.000 Punkten pro Nacht für einen Standard Award hochgeschraubt und nun muss man bis zu 120 Punkte pro Nacht aufbringen. Daran sieht man halt wirklich, dass 25.000 Punkte mehr, das ist über 25%, das geht gar nicht. Und man hat zwar die Kategorien abgeschafft, aber man kann davon ausgehen, dass es irgendwo so bummelig 15 Kategorien gibt. Und damit stellt man halt fest, wie viele Punkte man braucht, um eine Freinacht zu bekommen. Klassisch fängt es mit 5.000 Punkten an, am unteren Ende. Und jetzt sind die 95.000 Punkte mit Kategorie 15 nach oben gesetzt worden mit 120. Es gibt wie immer natürlich Ausnahmen auch in der alten Regelung. Das waren zum Beispiel das Waldorf Astoria Los Cabos in Mexiko mit 120 und das Astoria auf den Malediven, Itafushi, und die kosteten 120.000 oder 150.000. Aber jetzt ist immer noch halt der höchste Preis 150.000, obwohl es 120.000 an normalen
Man muss ehrlicherweise sagen, dass die Ausnahme zur Regel gemacht worden ist, dass man zum Beispiel auf den Konrad Malediven jetzt auch 120 anstatt 100, anstatt 95 bezahlt. Waldorf Astoria, Beverly Hills, Wailea. Ich kann da einfach mal durchgehen. Das Hilton Moria Lagoon Resort und Spa hat 90.000, jetzt auf der Eieruhr, vorher waren es 80.000. Das ist halt sehr schade, dass es dieses ganze Thema unappetitlicher macht. Also ich sag mal, das Sammeln, man sammelt auf etwas hin und dann ist es weg. Auch der Points Explorer ist irgendwie auch teurer geworden, denn da konnte man zumindest mal gucken, ob man da die Kategorien nachvollziehen kann. Denn wenn man sieht, dass man bei Cash and Points oder sowas das anguckt, dann konnte man da halt sehen, wie der Schiebregler sich verändert. Und man sieht auch mittlerweile, dass einige Hotels nicht mehr abgedeckt sind. Ja, man muss halt gucken, was man macht, je nachdem, wie der Preis ist. Ich hatte in den USA zum Beispiel jetzt auch nach Hotels geguckt, die relativ teuer waren. Aber da wäre dann ein Punktedeal möglich gewesen. Ich überlege, was ich mache. British Airways, Avios, 50%, wenn man die kauft. Das heißt also, bis zum 24. März, ihr merkt, ihr müsst handeln, hat man ja normalerweise eine Kappung bei 100.000 Punkten bei Avios, die man British Airways kaufen kann. Jetzt hat man diesen Sale aber, wie es so üblich ist, verdoppelt. Das heißt also, man kann maximal 200.000 Punkte bekommen, bekommt nochmal 50% Aufschlag. Das sind 300.000 Punkte, die man bekommen kann. Man muss aber immer wieder darauf achten, wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Konto nicht in Europa habt, sondern irgendwo anders, dann sind die Preise anders. Und komischerweise sind die in Europa immer die niedrigsten. Um euch das mal durchzurechnen, wenn ihr jetzt die Punkte kaufen würdet, 200.000 Punkte plus die 100.000 als Bonus, dann würdet ihr 3.601 Euro zahlen. Und der Preis in US-Dollar ist wesentlich teurer, wie ich darauf hingewiesen habe. Und da muss man halt einfach gucken. Wenn ihr sagt, ich möchte das kaufen, ich sag's nur, es gab mal früher mit 75% da einen Bonus, das heißt, es gab mal mehr. Und es macht wirklich nur Sinn, wenn man einen Use Case hat. Man kann natürlich den auch benutzen zwischen London und europäischen Städten. Und das sollte man dann eventuell auch über die Business Class machen, indem man so einen Upgrade-Voucher benutzt. Das heißt also, dass man da nochmal ein bisschen Bang for the Buck hat. Ja, was man auch wissen sollte, natürlich, die Spritpreise sind relativ teuer. Im Moment bei British Airways waren sie schon immer teurer. Man muss gucken, ob die noch sich erhöhen. Und man muss halt gucken, dass man keine Economy-Class-Sitze wählt, weil da macht es keinen Sinn. Der beste Deal ist halt wirklich, mit einem von den Partnern zu fliegen. Zum Beispiel, wenn es da eine Non-Stop-Verbindung gibt, da kann man dann wirklich nochmal schön einen mitnehmen und sparen. Am Schluss wieder ein Thema, was uns viel Freude bereitet und wo ihr auch sparen könnt. Das ist First Class Deal ab Polen. Und zwar mit der Lufthansa oder der Swiss. Der Lufthansa First Partner Sale, den gibt es immer noch mit den super Preisen. Wir haben das auch für Kunden gebucht. Wichtig ist, wer zum Beispiel nicht ab Warschau fliegt, sondern ab Katowice, kann da eventuell manchmal nochmal Glück haben, dass da irgendwelche Flüge verfügbar sind. Und ja, man kann halt einfach gucken, was da ist. Der Zeitraum ist relativ offen. Der Mindestaufenthalt ist 6 Tage oder ein Wochenende dazwischen. Kostenlose Stopover sind natürlich möglich. Einer in Area 1, einer in Area 2, in jeder Richtung. Und die Buchungsklasse, ganz wichtig, wenn man fliegt, ist natürlich, ist das bei dem Flugzeug A, bei der Swiss oder bei der Lufthansa, was 300% gibt. Der Zubringerflug ist natürlich auch in C oder D, also das heißt, er gibt auch volle Punkte, mindestens 2000 Punkte plus dann Executive Bonus 2500. Jetzt sagt ihr natürlich, was kostet der Spaß? Da könnt ihr einfach rechnen, wenn man das so guckt, so im Regelfall um die 3700, 800 Euro, liegt ein bisschen am Wechselkurs. Da ist dann zum Beispiel Washington mit drin von Warschau aus oder aber dann Los Angeles, was natürlich mit dem Main mehr Sinn macht. San Francisco auch, ein bisschen teurer sogar als Los Angeles, aber es sind halt ein paar Slotti. Ich denke, man macht nicht mehr als 50 Euro. Danke, dass ihr heute bei der
Ausgabe 80 bei Frequent Traveler TV dabei seid mit dem Take-Off. Ich glaube, in der heutigen Folge haben wir eigentlich alles wieder abgearbeitet, was es heute so gab, zumindest bis jetzt, Mittagszeit. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid, uns ein Abo dalasst, die Glocke anmacht, kommentiert unten, habe ich eben auch vergessen, und den Daumen dalasst. Ja, danke dafür. Soll ich uns was sagen? Nein, ich glaube nicht. Also, danke. Bis morgen. Ciao.